So, Freunde, willkommen zu einem weiteren Guide. Und zwar sammeln wir heute in Assassin's Creed Valhalla den Amboss ein und bringen ihn zu dem Schmied in Lunden. Und ja, das ist so aus einer kleinen Reihe jetzt hier bei mir von Assassin's Creed, weil das hat jetzt nicht unbedingt Platz in meinem Let's Play gehabt. Und deswegen wollte ich es eigentlich offline machen, aber ich habe mir gedacht, bei sowas, da suche ich mir immer persönlich einen Wolf. Und warum nicht andere daran teilhaben lassen? Ja. Deswegen, wir gucken mal, ob wir das zusammen finden. Und für andere, die das Spiel halt noch nicht gespielt haben oder noch nicht diese Auslieferung gemacht haben, ist es ein kleiner Guide. Wer natürlich das volle Let's Play bei mir gucken will mit allen Rätseln und so weiter und allen Missionen mit dem Zorn der Druiden, mit dem DLC, gerne auf der Seite vorbeischauen und dann da mal einen Blick reinwerfen. Den zweiten DLC werden wir auch spielen und die angeblichen DLCs, die geplant sind, werde ich natürlich auch spielen. Ja, aber das werde ich dann nochmal im Let's Play nochmal genauer thematisieren, was es da für Sachen gibt. Ich habe es in einem Guide hier schon einmal erwähnt, mache ich jetzt nicht in jedem, wäre ja langweilig. Deswegen den Amboss an den Schmied in Lunden. Ich habe übrigens, ich bin mir nicht sicher, ich habe immer diese Auslieferung Torbjörn zugeschrieben. Ich habe ihm ja Unrecht getan, ne? Das ist ja immer diese Händlerin. Deswegen, als ich das erste Mal machen wollte, diese Auslieferung, bin ich zu Torbjörn gelaufen und habe mich gewundert, hä, wo sind denn die ganzen Dinger? Bis ich dann gesehen habe, ach, das war die Händlerin. Also es ist nicht Torbjörn. Der war nur Buggy in einer Mission. Hat aber nichts mit den Auslieferungen zu tun. So, dann gucken wir. Schmied in Lunden. Wo ist Lunden? Lunden war südlich, ne? Das hier? Ne, es war hier. End. Sudsechse. Ah, hier. Okay, wir haben schon alles, ja? Also, du wirst keinen kleinen gelben Punkt mehr sehen, keine Kiste, nichts mehr. Alles ist eingesammelt worden. Wir müssen also hier hin. Das ist natürlich ein weiter Weg. Da werden wir auch wieder mit dem Schiff fahren. Da würde ich sagen, ja, wir machen uns mal hier den Wegpunkt. Dann können wir nämlich hier in Lunden reinlaufen. Da muss ich dann nochmal gucken, was mit der Kirche habe ich gerade gelesen, glaube ich. Das gucken wir dann nochmal, wenn wir in Lunden sind. Jetzt erstmal zum Schiff mit dem Amboss. Der Schmied wartet schon, sonst kann er nichts Neues machen. Nachdem wir diesen Rosenwasserkrug da auch schon weggebracht haben mit dem Schiff, funktioniert das jetzt hoffentlich auch alles reibungslos hier. Da, geh aufs Schiff. So, abstellen. Gut. Führung übernehmen. Katze ist auch wieder am Start. So, jetzt muss ich einmal gucken. Los geht's. Ja, los geht's. Hier können wir jetzt auch noch nicht das Segel setzen. So, warte mal. Müssen wir hier lang? Wir müssen einmal drehen. Links im Raum einmal drehen. Wo ich die Fische da sehe, ne? Auch. Vor kurzem. Ja, okay. Vor kurzem habe ich es tatsächlich geschafft, alle Fischaufträge, alle Fangaufträge zu absolvieren. Das war echt. Echt hart. Wirklich. Teilweise dreiviertel Stunde für einen Fisch. Und dann immer hin und her gelaufen, gehofft, dass die dann da spawnen, weil teilweise ist es ja so. Du bist dann in dem Gebiet und da gibt es dann kleine, mittelgroße und große Fische von der Art, die du brauchst. Ja, du brauchst dann große, aber dann tauchen da auf einmal ganz viele mittlere auf. Da musst du ja Schnellreise machen und es dir da irgendwie neu spawnen und hier und da und dort. Das dauert teilweise so lange. Vor allem dann sind die Gebiete teilweise auch so richtig bescheuert von diesen Schnellreisepunkten entfernt, dass du erstmal nur 2 Minuten laufen musst. Alles nicht so cool, aber ich habe es geschafft. Und jetzt habe ich so wenig zu tun, was wir diese Auslieferung machen. Beziehungsweise ich habe tatsächlich zu tun. Diese Meisterprüfungen sind im Moment da. Und da habe ich auch schon die erste gemacht. Die anderen werden dann auch noch zeitnah kommen, aber die kommen alle im Let's Play. Also das wird da eingegliedert. Das hier ist jetzt nur außerhalb der Reihe, ausnahmsweise. Weil das halt wirklich so Dinger sind,
Wo ich mir selber immer sehr schwer tue. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hier hin? Muss jetzt? Ach, da. Da muss ich. Also hier hin. Und dann erstmal dem. Dann erstmal im Straßenverlauf weiter folgen. So, holt mal euren. Holt mal den Mast ein. Ist eigentlich egal, ob wir jetzt links oder rechts davon gehen, ne? Ja. Wir müssen einfach nur dem großen Fluss folgen. Eigentlich bleiben jetzt auf diesem. Auf diesem Flussweg. Komm mal hoch. Direkt das Segel auch wieder. Komm. Wir können das Segel nicht setzen. Ja, wir können das jetzt nutzen. Ja, ja, genau. Ja, das sind natürlich weite Auslieferungen, ne? Also da. Ich weiß noch, als ich die Schüsseln gemacht habe. Dieser Fußweg. 1 Kilometer quer über Stock und Stein. Ja gut, ich meine, das war, als wir. Ja, das Kloster haben wir doch schon gemacht. Warum? Warum können wir das denn nicht? In diesen Gewässern können wir das Segel nutzen. Ja. Dann lass es doch einfach. Können wir nicht, dann können wir es wieder doch. Hat sich überhaupt nichts geändert in dem Moment. Oh. Ach, guck an. Haben wir sogar noch was Neues hier. Neues Schnellreiseziel, sehr schön. Die habe ich wahrscheinlich noch nicht alle, weil ich wenig hier in Engleland rumgeschippert bin. Meistens immer dann auf dem Pferd oder auf dem Luchs geritten. Und das war tatsächlich bei einer Sache schwierig. Weil da war es dann, da ging es dann darum, dass ein Hinweis zu einem vom Orden. Das war in Irland, meine ich, war das? Oder war das hier bei dem Orden? Ich weiß es nicht mehr genau. Da musste ich zu einem zum Hafen, wo auch eine Schnellreise Dingens ist, an dem CXY. Ich weiß nicht mehr genau, welcher See das war. Und ja, ich hatte einen Hafen, also ein Schnellreiseziel an diesem Fluss, aber das war, da war nicht der Hinweis. Und dann habe ich halt überlegt, oh, noch ein Schnellreiseziel. Entweder ist es Buggy, das ist ja immer Vermutung Nummer 1 gewesen bei den vielen Bugs, die in diesem Spiel waren. Oder ich habe halt noch ein anderes, einen anderen Hafen bzw. Schnellreiseziel nicht gefunden. Ah, dann bin ich da einmal komplett den Fluss entlang gelaufen und habe dann tatsächlich noch einen zweiten Hafen gefunden. Und da war dann auch der Hinweis. Also manchmal lohnt es sich dann auch, die hier alle abzuklappern. Aber wie gesagt, war halt einmal. So, jetzt Segel nochmal setzen. Was hältst du davon? Hier müssen wir an die Ruder. Nein, wir können hier das Segel setzen. Er braucht immer nur so 2-3 Sekunden, nachdem er Segel gesetzt hat, nachdem er den Mast aufgestellt hat. Ich glaube, wir sind aber am richtigen Weg, ne? Ach komm, wir sind schon gleich da. Ah, wir müssen dann nur noch in Lunden. Ich hoffe, ich bin da willkommen. Weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe, wir sind in Lunden willkommen. Ist der Amboss noch da? Ja, ist noch da. Eigentlich plündern. Das sind Lunden. Okay. Da. Hoppala, das wollte ich nicht. Beruhige dich, ja. Oh, da ist er. Okay, ihr dürft hier warten. So, das ist der Weg nach Lunden rein, richtig? Richtig. So, jetzt muss ich nochmal einmal ganz kurz im Inventar gucken, was wir für einen Hinweis haben.
Irgendwas mit, war da nicht irgendwas mit einer Kirche? Kram. An den Schmied in Lunden. Seine Werkstatt ist nahe der Kirche beim Westtor. Wir kommen doch sogar vom Westen, oder nicht? Ja. Nahe der Kirche. Oh, wir gehen einfach mal durch. Gehen einfach mal durch das Tor und dann. Wir kommen vom Osten. Doof. Wir kommen vom Osten. Westen ist hier. Hier ist die Kirche. Hier ist der irgendwo. Markieren wir die Kirche. Kommen wir von der anderen falschen Seite. Na, 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 na. Lauf. Lass uns hier willkommen sein. Na, da stehen welche, aber sind wir willkommen? Also einen Schmied müsste man ja eigentlich gut erkennen können. Von der Theorie her. Nein, wir sind wieder hier im Misstrauensgebiet. Ach, hey. Ich muss aber zur Church. Warum ist das immer in Misstrauensgebieten? Warum? Geh weg. Brauche ich den Amboss am Fuß? Müssen wir die Hauptstraßen meiden? Müssen wir durch die kleinen Gassen? Okay, bisher läuft's. War ein Fehler. Oh, da kommst du hoch, sehr gut. Als Mauler. Soffener Vogel. Verrat mich nicht. Da. Keine Feinde hier. Das ist schon wieder ein Schlüssel. Ich habe auch eine Obsession gegen Schlüssel entwickelt. Ja, ich muss die ganzen Schlüssel immer sammeln. Das machen wir jetzt nicht, weil wir haben ja hier alles. Okay, hier sind wir safe. Könnte hier schon irgendwo ein Schmied sein? Ja, das ist der Reitstall. Müssen Schmieden mir nicht auch eigentlich angezeigt werden? Erstmal zu der Kirche. Hat er irgendwas gehört? Ach, das wäre ein Schmied. Ja, warte mal. Ja, klöppelt doch einer hier. Nur das hier unten? Das hier unten, der Schmied? Ich kann es nur nicht lokalisieren, wo es herkommt. Du bist kein Schmied. Na, erstmal looten. Hier ist aber die Kirche. Ein Holzbein gelootet, geil. Okay, also Paulskirche. Und jetzt heißt es, er ist in der Nähe, ne? Oder ist da noch irgendein Hinweis, den ich jetzt gerade vergessen habe? Da. Seine Werkstatt ist nahe der Kirche. Ne, er ist nur nahe der Kirche, okay. Natürlich auch sein, dass er auf der anderen Seite der Kirche ist. Haben Sie einen Schmied gesehen? Kann natürlich hier auf der Seite sein. Kennen Sie einen Schmied? Die
Hier, hier ist eine Rüstung. Das hier ein Schmied? Hier steht jemand. Haben Sie einen Amboss bestellt? Ja! Geil. Hier. Viel Spaß damit. Oh, jetzt ist der weg. Keine netten Worte? Hallo, ich habe dir einen Amboss gebracht. Okay, na gut. Dann, war das der Amboss. Ja, er ist hier. Genau da. Genau da, wo wir stehen. Ah, ja, sehr schön. Immer komplett durchgelaufen durch Lunden. Okay, Freunde. Also, das war der Amboss. Ich werde noch einen Guide machen und dann müssen wir noch... Was müssen wir denn dann noch? Was müssen wir noch holen? Warte mal. Was müssen wir denn noch suchen? Beziehungsweise ausliefern. Also wir haben den Amboss, die Kiste, den Krug, die Steinplatte. Die Frau, deren Gehöft gleich südöstlich der Südbrücke... Oh je. Yeah. Südöstlich, Südbrücke und so weiter. Okay. Steinplatte ist ein anderes Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.